So, weiter geht's mit dem Let's Play von System Shock und wir müssen jetzt durch die Maschinen durch. Und zwar hier durch. Noch sehe ich keine. Und euch traue ich nicht. Über den Weg. Protokoll-Androiden-Lager. Ja, sind die Protokoll-Droiden. Und da scheinen noch mehr zu sein. Ich bringe mich in Sicherheit, indem ich hier hochgehe. Ich muss aber erstmal die Kameras, glaube ich, am besten aufsuchen. Denn noch ist das Sicherheitssystem gehackt. Ich muss sagen, sie haben... Au! Ah, Mist. Das war nicht so schlau, aber der kam auch aus dem Nichts hinter mir. Ich muss meine Waffe auch entsprechend ausrüsten. Okay, wenn ihr es so haben wollt, dann kriegt ihr es auch so. Dafür habe ich die Munition mitgenommen. Höher geht's erstmal nicht an dieser Stelle. Dann muss ich wohl hier höher. Und da ist ein ganzer Haufen, sogar ein Abwehrsystem. Wenn ich das hacke, dann haben wir einen guten Verbündeten auf unserer Seite, falls diese Typen hier beschließen sollten zu erwachen. Was sie natürlich sofort tun. Komm schon, Abwehrsystem, hilf mir. Hilf mir. Nein, du bist nicht mein Freund, du kannst mir noch so zuwinken. Ich trau dir nicht. Hä? Oh nein. Drei Cybermodule finde ich hier noch. Gut, dann erledige ich dich halt auf die altmodische Art. Und knacke mal diese Kiste hier. Mit einem Haufen Goodies. Oh, es geht doch nach oben. Ihr wollt nicht aufwachen, oder? Nein, ich könnte sie eigentlich theoretisch auch zerstören, aber wenn sie nicht aufwachen, dann spare ich mir die Munition einfach. Okay. Habe ich hier alles durchsucht? Ne, hier gibt es noch Naniten. 10. Hier gibt es nochmal eine Schachtel Standardpatronen. Und das Sicherheitssystem ist gleich wieder offline. Ich muss hier noch in den anderen Teil des Hangars rein. So nicht. Das ist eine andere Fahrt. Ich bin hier irgendwie falsch. Ah, ich muss diese durch die Schleuse da oben im Norden. Ja, okay. Also ist dieser Bereich dann auch schon mal geklärt. Das ist gut. Es sei denn, ich sehe mich hier noch ein bisschen um. Bislang habe ich mich nicht an diese Frau hier getraut. Die hier liegt. Eine Zugangskarte zur Frachthalle 2A2B. Oh mein Gott, sie sind hier. Da laufen sie rum. Ganz so langsam sind sie dann doch nicht. Wo bist du? Ich höre dich. Noch jemand? Okay. Kommt raus, wo immer ihr seid. Nein, das waren die zwei. Okay. Alles klar. Überwachungssystem aktiv. Roboter-Schrott. Dieser Roboter ist nur noch Schrott. Das Überwachungssystem ist wieder aktiv. Okay, aber hier mussten wir sowieso hin, um die Karte für die Frachthalle 2 zu besorgen. Sonst wären wir da sowieso nicht weitergekommen. Hallo.
Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Nö. Ich denke gerade, ich könnte vielleicht in der Kommandozentrale besser die Sachen kaputt machen. Oder die Sicherheitszentrale ausschalten, das ist näher dran. Okay. Sind die neuen Gegner aufgetaucht? Sieht nicht so aus. Wartungsroboter, Sperrzone. Okay, ich werde das Sicherheitssystem vorsichtshalber schon mal aktivieren, deaktivieren, meine ich. Mein Wachturm passt gut auf. Der Hack war erfolgreich. Den Antigrafschacht hinunter. Und in die zweite Halle. Kampfroboter. Ein Kampfgeschützturm. Gut. M616 beschädigt. Der gehört jetzt zu uns. Stimmt nicht, ja, du bist hier. Das stimmt nicht. Hybride. Vielleicht soll ich erstmal hier langlaufen. Okay, hier war erstmal nur ein Wachroboter. Wachturm, ich nenne sie Wachroboter. Okay, wir haben neue Gegner. Die Harmonie ist gestört. Oh! Ja, mich verfehlt. Wir folgen. Mehr hier? Ne, sieht nicht so aus. Erstmal kläre ich diesen ganzen Unsinn hier auf. Na, wo bist du? Da bist du. Der hat uns nicht wirklich bemerkt. So, Cybermodule, Chipstüte. Und was hier sonst noch so rumliegt. Das Sicherheitssystem ist deaktiviert. Ich muss es ausnutzen, solange ich kann. Saftflasche. Köstlich. Köstlich ist die Optimum. Und hier ist eine... Oh, Sache kaputt! Oh mein Gott! Gesundheit ist gefährdet. Was du nicht sagst. Ich bin abgeschmiert. Da hilft auch kein Orangensaft. Ich könnte höchstens das triggern hier. Der Lift ist wegen laufender Reparaturarbeiten außer Betrieb. Ja, okay. Ich lasse einfach runterfallen. Kaputte Lifte, was ist hier denn los? Da müssen die Wartungstechniker definitiv mal ran. Ich spring mal hier ab. Noch ein paar Patronen hier oben. Ich habe einen Nanitenbehälter gesehen.
der Seite. Aber wie soll ich da rankommen? Wenn nicht über diese Ecke hier. Ich mich ducke irgendwie. Ich hänge fest. Komm schon, Garrett. Du schaffst das. Jawohl. So, dann habe ich trotzdem keinen Weg. Nein. Oh. Gestorben. Wunderbar. Die Gesundheit ist gefährdet. Ich könnte allerhöchstens versuchen. So, 15 an ihn aufgehoben und 10 wurden für meine Rekonstruktion gleich wieder verwendet. Das ist nicht so günstig gelaufen. Oh. Ich brauche eigentlich Telekinese oder sowas. Ne. Ich glaube, diese 15 Naniten lasse ich mal da. Lass das Ding einfach nur abstürzen. Und fertig. Cybermodule hole ich mir noch ab. Wie sich das gehört. Und natürlich die Munition, die hier oben lag. 15 Naniten kann ich zur Not verzichten. Das ist nicht so der tödliche Verlust, den ich da erleide. Zumal ich für das Sterben ja auch schon wieder 10 einsetzen müsste. Oh, hier hat sich jemand den Kopf weggeschossen. Eine Schrotflinte. Keine Kugel mehr drin ist. Das war wohl die letzte. Bis auf die 6, die er noch bei sich hatte. Das sind 15 Naniten. Und da komme ich nicht hin. Eine Hacksoftware-Version 1. Nicht installiert, habe ich schon. Und Bronson hat wieder eine Nachricht hinterlassen. Okay, gehen wir erstmal weiter. Schauen uns um. Hier ist ein Replikator. Der müsste tatsächlich repariert werden und dafür brauche ich Reparaturfertigkeit 3 sogar. Also da müsste ich viele Naniten investieren. Aktivierungsschlüssel für eine chirurgische Einheit. Ich gucke mal hier nach. Okay, wir haben Roboter. Und diese Typen. Und da hinten ist ein... Hier spricht Xerxes. Aufgrund von Umständen, die wir nicht kontrollieren können, werden alle Kantinen auf der von Korn geschlossen. Oh! Das hätte besser laufen können. Aber wenigstens konnte ich den Geschützturm noch hacken. Mist. Ja, der hilft uns. Sehr gut. Schieß! Danke. Die sterben aber auch mit einem merkwürdigen Geräusch. Der Geschützturm hat uns den Hintern gerettet. Der Roboter ist doch explodiert um unsere Nase herum. Überwachungssystem aktiv. Na gut. Immerhin konnte ich den Geschützturm noch mitnehmen. So, jetzt gehe ich zurück. Und erkundet diesen Bereich hier komplett. Habe ich das schon gemacht? Das sieht also gleich aus. Kommt mir nicht bekannt vor. Ich höre da jemanden rumlaufen. Das muss ein Hybrid sein. Ich fliehe nicht, ich komme zu euch. Aber wenn auch mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung.
Aber die Masse hat sicher Geduld. Ich brate euch eins über. Gib mir mein Muskelimplantat. Power. So. Ich muss Munition sparen. Hallo. Der ist tot. Noch jemand? Sieht nicht danach aus. Okay. Eine Computertastatur. Gib mir deine Schrotflintenmunition. Und da liegt eine Leiche mit 5 Naniten. Naja. Irgendwer wollte hier noch im Terminal arbeiten. Das hat er allerdings nicht mehr überlebt. Oder vollenden können. Oder vielleicht doch. Ich kann schlecht einschätzen. Gut, das war hier die oberste Ebene. Hier noch durch. Aber ich glaube, das war's. Bis auf da oben. Das sieht irgendwie interessant aus. Aber ich kann ja mal einen Blick drauf werfen. Auf die Fläche und da sehe ich gar nichts. Ne, da ist nichts. Mit höherer Geschicklichkeit würde ich auch weniger Fallschaden erleiden. Und da stand nochmal Lauf. Ich laufe doch schon die ganze Zeit. Was glaubt ihr, was ich hier tue? Träumen? Ich würde es gern. Die Cybermodule spielen verrückt. Mensch, ich bin total verliebt. Okay, Frachthalle 2B. Da war ich ja schon mal. Mal sehen, was mich auf der höheren Ebene erwartet. Irgendwie gar nichts bis jetzt, was sehr ungewöhnlich ist. Das riecht nach einer Falle. Oder nach besonders gut versteckten Gegenständen. Ich kenne die Entwickler. Das war schon in Thief so, alias Dark Project. Aber vielleicht sind das wieder Gegenstände, die ich wieder nur mit... nee, da war nichts. Mit Telekinese erreichen kann. Der Aufzug funktioniert nicht. Wartungstechniker kommen bald. Bitte warten. Ne, die kommen nicht. Die werden nicht kommen. Ich glaube, wir werden es mit unangenehmen Gesellen zu tun bekommen. Ne, doch nicht. Diese Kisten sind irgendwie sehr groß. Es könnte sich da drin ein Roboter verstecken. Du hast das blockiert. Eine Pistole, die wir entladen werden, ist armselig. Weg damit. Eine Leiche mit keinem Inhalt. Für uns nutzbaren. Und eine elektronische Sicherheitskiste. Ah, ich wollte sie hacken, genau. Chips, panzerbrechende Munition. Kann ich gut gebrauchen. Die Chips. Chips kann ich gut gebrauchen. So, dann gehen wir hier lang. Der Geschützturm wird uns beschützen im Zweifelsfall. Du! Vielleicht auch vor dem Kerl. Aktiviere. Jawohl, schieß ihn ab. Er ist auf uns fixiert. Na gut. Verpasse ich ihm den Todesstoß. Super Geschützturm, der ist echt praktisch. Dafür ist Hacken auch gut. Ich erweitere mein Arsenal um ein paar Roboter-Türme.
Okay, die Halle ist ein bisschen offener. Das Frischwasserlager. Das hier war das Nahrungslager. Hier war ein kleiner Arbeitstisch mit einer Kaffeetasse. Und Zigaretten. Und ein Audiolog-Log von Diego. Mal wieder. Gut, wagen wir uns in, in den letzten Bereich. Audiolog von Delacroix. Ich höre einen Roboter. Der ist aber nicht auf dieser unteren Ebene. 6 Rotpatronen. Aufräumteam wird gerufen. Das klingt nach Wartungsrobotern. Und nicht nach Protokoll-Androiden. Und das Ding ist definitiv kaputt. Vielleicht ist da drunter irgendwas. Nee. Panzerbrechende Munition bereithalten. Oh, die sind auf der dritten Ebene. Und hier ist ein Loch in der Decke. Ah, der Fahrstuhl nicht weiter hochfährt wahrscheinlich. Oh, doch, tut er. Okay. Ich könnte natürlich alternativ einfach durch das Loch kriechen, denke ich mal. Anomalie? Wer ist eine Anomalie? Ich bin keine Anomalie. Steht ihr direkt über mir? Nee. Ah, 2 Cybermodule. Danke. Gute Frau. Eine furchtbare Pistole. Sie ist furchtbar. Muss da irgendwo rumstampfen. Das war's mit dir, du Blecheimer. Oh. Durchsuchen, ja. So, liegt hier sonst noch jemand rum? Läuft hier noch jemand rum? Oh, 2 Leichen auf einmal. Eine Frau und ein Mann, beide mit schreckverzerrten Gesichtern. Audiolog von Sanger. Und wir haben eine Notiz im PDA bekommen. Ich schätze mal, der Code für das Technikkontrollzentrum ist 15061. Okay, wir haben den Code. Dann sind wir hier in den Hallen endlich durch. Außerdem finden wir ein French-Epstein-Gerät. Und eine defekte Laserpistole. Wäre cool, wenn wir das Ding reparieren könnten. Dann hätten wir eine Laserkanone. Allerdings müssen wir da auch ein bisschen Cybermodule in Energiewaffen investieren. Nämlich genau einen Punkt. Und Laser- oder Energiewaffen sind immer gut gegen mechanische Gegner eigentlich. Oder zumindest besser als... Ja, nicht besser als panzerbrechende Munition, aber Laserkanonen kann man ja aufladen. Ne? Ich brauche Reparaturfähigkeit 1. Benötigt. Gut. Dann sind wir damit durch. Hören wir uns mal die Audiologs an. Bronson, 6. Juli. Kanonenhack. Verdammt, wir können die defekten Automatikkanonen nicht abschalten. Und jetzt antwortet Xerxes uns nicht einmal mehr. Pollard hatte eine Idee. Indem wir eine Umgehungsleitung in die zentrale Kontrollstelle legen, können wir uns lokal in die Kanonen einhacken und sie kontrollieren. Das bedeutet aber, wir müssen auf die verflixten Dinger zugehen und hoffen, dass sie nicht losballern. Eine steht fest. Ich werde herausfinden, was zum Teufel hier eigentlich los ist. Xerxes ist böse geworden. Durchgedreht, von der Masse übernommen. Diego, 11. Juli, ist es so schlimm? In mancher Hinsicht ist die Masse wie die UNN. Es macht Freude, für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten und das auszublenden, was uns unterscheidet und trennt. Warum fürchten wir den Verlust der Individualität so sehr? Ein Mensch kann träumen, aber die Masse kann diese Träume verwirklichen. Das kann auch eine Masse von Menschen.
Warum fürchten wir den Verlust der Individualität so sehr? Nee, ich schätze mal, weil man dann nicht mehr Herr seiner selbst ist und überhaupt keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann. Wenn da einer Bier trinken will, dann wollen alle Bier trinken, und wenn man lieber was anderes trinken möchte, dann gibt's das nicht. Sowas zum Beispiel, als simples Beispiel. Warum fällt mir gerade das ein? Naja gut, De La Croix vom 5. Juli, sei tapfer. Constance, ich fürchte jetzt um mein Leben. Dies ist so unglaublich, dass es sich Diego und Korenschkin gar nicht vorstellen können. Ich glaube, sie haben total die Kontrolle verloren. Wir müssen herausfinden, was sie auf der Oberfläche von Tau City 5 gefunden haben und warum sie das unter allen Umständen geheim halten wollten. Ich glaube, das ist wichtiger als mein Leben oder dein Leben oder das Überleben des Schiffes. Sei tapfer und vorsichtig. Senga ist eingeschlossen. Am 10. Juli. Malone ist tot. Ich redete gerade mit ihm und dieser Cyborg kam von hinten an und... Okay, Conny, beruhig dich. Ich habe der Tür im Technikkontrollzentrum einen neuen Code gegeben. 15061. Ich glaube, hier bin ich sicher. Hier bin ich sicher. Tja. Naja. Nicht wirklich. Komm mal hoch. Ja. So, jetzt müssen wir bloß noch zu dieser Schaltzentrale zurück. Aber vielleicht erwarten uns da ein paar unliebsame Überraschungen. Ich werde mal die Schrotflinte auspacken. Guten Tag, kleiner Turm. Du hast mir sehr viel Munition erspart. Man muss die Umgebung zu seinem Vorteil nutzen. Ich bin mir sicher, dass auf dem Rückweg was gespawnt ist. Das wäre merkwürdig, wenn nicht. Das hier war übrigens das Materiallager. Na gut, raus hier. Ich will raus aus diesen unheimlichen Hallen. Hinein in etwas anderes Unheimliches. Okay, zurück. Das ruckelte kurz. Es fühlte sich so an, als würde da ein Gegner auftauchen wollen. Aber das ist mir jetzt egal, ich hau hier ab. Was liegt denn hier? Ein weiteres Muskelimplantat. Gut versteckt. Optisch gut versteckt. Ganz langsam. Jetzt können wir in die Technikkontrolle. Mit dem Code. Okay, der Code ist 15061. Jawohl. Ein bruchsicheres Fenster. Und Bits und Bytes. Bits. Nullen und Einsen. Leiche mit Splitterpatronen und einem Audiolog von De La Croix. Ich glaube, das war sie. Sie hat sich hier wohl eingeschlossen und ist trotzdem gestorben. Interessant. Jemand hat Xerxes manipuliert. Um einige Geheimnisse vor den Managern zu schützen, habe ich einen zweiten Zugang zum Flusskontrollcomputer erstellt. Um diesen zu aktivieren, musst du die Hardware-Override-Funktion 45MDEX in der Systemüberwachungseinheit in der Kommandozentrale aktivieren. Du findest 45MDEX in Hilfslager.
Paragraph 5 bei den Kühlröhren. Zugangscode 34760. Hm. 45 MDX müssen wir besorgen. Wir müssen wieder in die Röhren hinabsteigen. Aber was ist denn mit dem Flusskontrollcomputer? Xerxes ist uns einen Schritt voraus. Toll. Er hat den Flusskontrollcomputer übernommen und unseren Weg blockiert. Aber halten Sie die Augen offen. Vielleicht finden Sie einen Ausweg. Ja. Wir müssen dieses DX-Modul besorgen. Objekte fallen gelassen. Ups. Objekte fallen gelassen. Ich kann auch das Ding hier fallen lassen, die Laserpistole. Warum habe ich noch das dumpfe Gefühl? Die Musik impliziert, dass sie irgendwo Gegner wären. Wir müssen auf jeden Fall zurück. Zurück zur Pumpstation. Habe ich genug panzerbrechende Munition? Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Sieht so aus. Ja, das sollte reichen. Ich habe Munition genug erstmal. Okay, Schutzanzug wieder an. Los geht's. Wir haben den Zugangscode für den letzten Lagerraum. Und da habe ich einen Hybriden gesehen. Der ist respawned. Komm her. Sonst noch jemand? Es könnte entweder die Musik sein oder meine eigenen Schritte, die ich vernehme. Oder vielleicht ein Gegner. Das sind, glaube ich, meine eigenen Schritte, ja. Das Spiel macht einen so unglaublich paranoid. Gut. Chemikalienlager 5. Chemikalien, dann können wir vielleicht mal unsere Forschung hier vollenden. Gut, wie lautet der Code? Es war 34760. Jawohl. Ein Lager voller Chemikalien. Finden wir auch eine Lagerliste. Ich brauche ja OS. Dann schauen wir mal nach. Osium, einmal vorhanden. Das ist doch fast perfekt. Aktivieren. Dann kann die Forschung weitergehen. Dieses schwammige, rötliche Organ sondert durch zahlreiche Poren und Öffnungen eine klare Flüssigkeit ab. Benötigt hier Chemikalien, Osium. Und wir müssen so ein komisches Modul hier finden. Ups. Okay, ich muss was ablegen. Und ich bin versucht, die Schrotflinte erstmal abzulegen. Schutzkleidung. Ein Affe. Eine Computertastatur. Ein Schreibtisch mit Patronen. Und ein paar Naniten. Okay. Was wir hier suchen, hier gibt es mehrere Teile, mehrere Platinen. Rohre gibt es hier auch. Und natürlich die Chemikalien. Aber wir brauchen ein bestimmtes Teil, und zwar 45 MDX. Ne, kein Schrott. Da, 45 MDX. Gut gemacht. Ich sende Ihnen einige Cybermodule.
Cool. Suchen Sie möglichst schnell eine Upgrade-Einheit, damit Sie Ihr Interface verbessern können. Yeah. Was ist denn das? Diese Platine vereint wie viele Objekte auf der Von Braun hochmoderne Technik und schlampige Verarbeitung. Sehr gut. Manche der Logikchips haben Prototypnummern und überall sieht man Lötzinn, Schmieren und Flecken von Nanitenübergängen. Also ziemlich krude Herstellungsweise. Dieses schwammige rötliche Organ sondert durch zahlreiche Poren und Öffnungen eine klare Flüssigkeit ab. Benötigte Chemikalien OS, ja. Okay. Hatte ich schon. Und das war's mit den Loks hier erstmal wieder. Okay, dann sind wir hier durch. Und können uns, oder müssen uns jetzt zu der Kommandobrücke zurückbewegen. Hinten bei den Hallen. Um die Flusskontrolle zu überbrücken. Wir haben ein Überbrückermodul jetzt mitgenommen. Kann endlich diese Verstrahlung hier aufgehoben werden. Dann können wir zumindest davon ungehindert hier durchlaufen. Wenn nicht irgendwelche Mutanten hier in den Gängen sind. Aber momentan sieht es ruhig aus. Aber ich kenne das Spiel. Es wird uns überraschen. Mit plötzlich auftauchenden Gegnern. Aber ich habe meine Türme hier. Zumindest an der Stelle. Leider kann ich sie nicht versetzen. Weg haben wir uns schon mal freigeschossen. Zurück zur Kommandobrücke. Und dann setzen wir mal diese Platine ein. Dann ist die Strahlung aufgehoben und wir können zu den Steuergondeln. Karte für manuelle Kontrolle einführen. Ja. Ja, yeah. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt 38. Ich kann einiges investieren. Wartung, Forschung wäre vielleicht mal dran, aber Waffentechnik ist auch nicht verkehrt. Wartung, dann kann ich zumindest meine Schrotflinte reparieren. Ne? Forschung ist noch nicht nötig. Übrigens, wir haben ein Tempo-Implantat bekommen. Hatte ich das vorher auch schon mal. Das Tempo-Implantat steigert ihre Wendigkeit um 1, genauso wie das Muskelimplantat für Stärke. Und verbraucht alle 10 Sekunden 1% seiner Energie. Jo, genau so. Während das Run-Fast-Implantat vor allem die Beinmuskeln stimuliert, beschleunigt das... Oh, schön. Die Beinmuskeln stimuliert, beschleunigt das Tempo-Implantat die Reaktionszeit des gesamten Körpers. Dieses Implantat ist bei Turnern und anderen Sportlern beliebt, hat sich beim Militär aber noch nicht voll durchgesetzt. Ist das nicht Betrug, wenn man so ein Ding einsetzt? Wahrscheinlich ist es ziemlich offensichtlich, wenn man das an seinem Körper dran hat. Es wird sofort disqualifiziert. Aber ja, das Tempo-Implantat. Und wir haben auch das French-Epstein-Gerät. Das ist ziemlich gut. Das French-Epstein-Gerät ist ein tragbares, autonomes, nanitengestütztes Reparatur- und Modifizierungswerkzeug und ist das ideale Geburtstagsgeschenk für alle Technikfans, die technisch nicht so begabt sind wie wir. Verbinden Sie einfach das Gerät mit Ihrer Waffe und die Expertensysteme des French-Epstein-Gerätes führen die komplette Waffenmodifikation durch. Kann nur einmal gebraucht werden. Ja, im Grunde genommen ersparen wir uns durch so ein Gerät dass wir in Modifizierungen investieren müssen. Man findet ein paar von diesen Gegenständen. Ich glaube, 3 Stück habe ich mal gefunden. Es mag auch noch mehr geben im ganzen Spiel. Aber damit können wir eine unserer Waffen jetzt schon mal aufwerten.
Denn ich kann auch diese Schrotflinte aufrüsten. Oder vielleicht auch eher die Pistole, ist die Frage. Dann fasst die mehr Munition und zumindest die Pistole und der Rückstoß ist geringer. Oder wie war das? Können mit der Schrotflinte auch Dreifachschuss machen. Verbraucht aber auch die dreifache Munition. Und ist nicht so cool, der Rückstoß ist ein bisschen heftig. Ich bin eigentlich mehr der Freund von gezielten Einzelschüssen. Selbst mit der Schrotflinte, die ist eigentlich auch mehr wie so ein... Ja, eine Waffe, die zielgenau trifft tatsächlich. Bizarrerweise. Nun gut, ich muss mir das ja angucken, ne? Also, beide Modifikationen erhöhen die Schadenswirkung, auch bei der Pistole. Die erste reduziert die Nachladezeit. Die zweite erst verringert den Rückstoß der Schrotflinte. Nachladezeit ist bei 12 Schuss eigentlich nicht so ein Problem. Mehr Schaden zu machen, ist auch cool. Ist die Frage, was ich jetzt eher nehme. Oder die Pistole. Wenn, dann würde ich ja die dann nehmen. Weil diese ist schäbig. Die zweite muss ich jetzt nicht unbedingt mehr mit mir rumschleppen. Weil ich kann sie jetzt ja selber warten. Ich brauche keine Reserve jetzt unbedingt mehr. So. Beide erhöhen die Schadenswirkung. Die erste vergrößert das Magazin, aber das ist ja auch bei der Pistole nicht wirklich ein Problem. Und die zweite verringert die Nachladezeit. Also wie ich es drehe oder wende, Schadenswirkung bei beiden erhöht. Ich würde fast zur Schrotflinte tendieren, weil die werden wir wohl ein bisschen länger behalten. Die Sache ist nämlich die, die Pistole teilt sich ihre Munition, und das Ding ist jetzt aufgerüstet auf Stufe 1 von 2, teilt sich die Munition, die Pistole, mit einer anderen Waffe, die mit derselben Munition wesentlich mehr Schaden macht. Und dann wird die Pistole im Grunde genommen obsolet. Und deshalb würde ich erstmal in die Schrotflinte investieren, weil deren Munition ist tatsächlich nur für die Schrotflinte gedacht. Stärke, Ausdauer, ein paar mehr Lebenspunkte. Okay. 40 Lebenspunkte. Und ein bisschen mehr Stärke, damit wir ein bisschen mehr schleppen können. Sicher auch nicht verkehrt. Auch ohne Muskelimplantat. Ich habe jetzt 3 Stück davon. So, Forschung ist auch abgeschlossen. Ich habe irgendwas gegessen. Oh, das sind essbare Objekte. Ich habe meine Forschung gerade gegessen. Das ist die annelidische Heildrüse. Zusammenfassung. Dieses Gewebe kann körperliche Schäden heilen. Yeah. Auch wenn ich keine Schäden hatte. Diese Drüse sondert eine reichhaltige Mischung aus Hormonen und anregenden Enzymen ab und eine sich schnell teilende Zellschicht erzeugt mobile Zellen, die mehrere Funktionen erfüllen. Diese Zellen finden Gewebeschäden und verschmelzen mit dem Gewebe, wobei sie innerhalb weniger Momente nicht mehr vom Wirtskörper unterscheidbar sind. Empfehlung: Die Komplikationsfaktoren zwischen menschlichem und annelidischem Gewebe, das ist eigentlich die Bezeichnung für alle Mutanten, ermöglichen es, diese Drüse zu Heilzwecken einzusetzen, auch wenn sie nicht so wirksam ist, wie dies bei einem annelidischen Wirtskörper der Fall wäre. Nach der Entfernung aus dem Wirtskörper ist sie nur einmal verwendbar. Im Grunde ist das jetzt ein bisschen besseres Medihypo, was wir zusätzlich noch mitnehmen können, und zwar diese rote Masse, diese glitschige Masse, die verschmilzt mit unserem Körper und heilt uns dann. Wie ein Medihypo. Also eine weitere Heilmöglichkeit. Und das finden wir vornehmlich, glaube ich, in Eiern. Von denen wir noch keine kennengelernt haben. Aber das soll ja nicht so bleiben. Verbesserte Wartung kann ich mal durchführen hier. Zumindest für meine Schrotflinte. Steigt der Wert auf 6, dann ist sie gut. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch, da wir die Strahlungsgeschichte überbrückt haben, brauchen wir den Strahlungsanzug nicht mehr, dass wir den Flusskontrollcomputer im Technikkontrollzentrum jetzt nutzen können, um die Röhren auszuspülen. Also geht's wieder zurück.
Noch ist alles ruhig. Und nochmal hinauf. Ein letztes Mal. Die Tür öffnet sich. Sie müssen die Triebwerke aktivieren. Gehen Sie zur Triebwerksgondel 1 und 2 und stellen Sie die Triebwerke manuell um. Danach initialisieren Sie das System von der Kernkontrollstation aus. Aber das System startet nicht, solange nicht beide Triebwerke aktiviert wurden. Passen Sie auf. Die mobilisieren jetzt alle ihre Kräfte. Und die wissen genau, wo sie sind. Na toll. Ich habe ein ungutes Gefühl. Okay, hier ist gerade keiner. Hallo? Ist da unten jemand? Jetzt geht's ganz an den Anfang dieses Levels wieder zurück. Wir müssen zu den Steuergondeln. Jetzt ist das giftige Zeug verschwunden. Wir haben die Flusskontrolle wieder aktiviert. Ein Schraubenschlüssel. Hier wird es zurückgehen. Bevor ich da weitergehe, könnte ich ja nochmal zurücklaufen und mich um die Aufrüstung kümmern. Zurück zur Medo-Ebene. Na, ist neue Gegner hier? Hier nicht. Da auch nicht. Na gut. Zurück zur Basis. Okay, werfen wir ein paar von den Muskelimplantaten raus, nachdem wir sie aufgeladen haben. Weil die können jetzt 120 Energieeinheiten fassen. Yay! Bleiben uns also noch länger erhalten. Aber ich nehme nur eins davon mit, für den Fall der Fälle. Das hatte ich auch fast schon zu viel. Automatisches Medikit. Lasse ich erstmal hier. Tempo-Booster brauche ich nicht. Tempo-Implantat brauche ich nicht. Die Spritzen nehme ich alle mit, bis auf das Psy-Hypo. Wobei, da kann ich mir mal einen einverleiben. Um wieder volle Psy-Kräfte zu haben. Wer weiß, wofür das gut ist. So, meine Waffen, Munition. Alles ist bereit. Schutzanzug für den Fall der Fälle sollte man den immer dabei haben. Wir haben unsere Panzerung. Jetzt geht es bloß noch an die Investierung in Waffentechnologie, würde ich sagen. Energie brauche ich noch nicht. Was ich eher brauchen werde, ist, dass wir unsere Standard-Waffenfertigkeit mal erhöhen. Und die Stufe 5 kostet schon 36. Kann ich mir gerade gar nicht leisten. Aber wenigstens sind wir schon mal auf Stufe 4. Und hier mehr Forschung. Und Wartung. Reparaturmodifikation brauche ich nicht, weil wenn wir so ein Epstein-Gerät-Ding finden, dann wird das sowieso aufgerüstet. Die Schrotflinte ist jetzt auf Stufe, so gesehen auf Stufe 2 von 3. Da habe ich schon investiert. Wendigkeit könnte ich auch mal ein bisschen erhöhen, damit ich ein bisschen schneller laufe und weniger Rückstoß habe. Schwere Waffen brauche ich nicht. Forschung wäre nochmal eine Idee. Okay. Und Wartung nochmal. Ja, ist auch nicht schlecht. So. Habe ich mal alles investiert, weil das alles Dinge sind, die ich sowieso erlernen möchte. Und warum nicht jetzt schon mal im Vorfeld investieren? Und dann geht's zurück. In die Hölle. Der Steuerungsgondeln, um die Hauptenergieversorgung für den Lift wieder zu reaktivieren.
womit sich ein großer Teil des Spiels wieder öffnet für uns. Momentan sind wir bloß auf den untersten beiden Ebenen unterwegs. Zugang ist jetzt gewährt. Der Kernzugangskontrollcomputer. Ne? So. Eine Luke öffnet sich. Hallo. Replikator ist hier. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Treffen Sie Ihre Auswahl. Total versagt. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Total versagt. Mein Cyberwert soll ich auch mal erhöhen. Ich bin doch ein Hacker. Anscheinend nicht. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ich will ein Hacker sein. Replikator-Datenbank neu initialisiert. Na gut, aber davon brauche ich eigentlich nichts. Nun gut, aber diese ganze Steuerungsgondel-Geschichte gucken wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Let's Play System Shock 2. Bis gleich.